Ich meine, DJ-Set in der Elbphilharmonie ist sowieso schon mal sehr ungewöhnlich natürlich. Und dann, wenn noch keiner da ist, wahrscheinlich noch komischer. Eigentlich ist ja das DJing, das ist ja da für Leute, aber jetzt geht es halt nicht anders. Ich höre tatsächlich alleine zu Hause nicht unbedingt so viel Techno. Also wenn ich mich so hinsetze auf mein Sofa im Wohnzimmer, würde ich wahrscheinlich eher Gitarrenmusik hören. Im weitesten Sinne. Aber klar, ich höre viel Techno zu Hause, auch um Sachen zu suchen. Und ich bin auch fast jeden Tag hinter den Turntables und check Sachen aus und guck, wie passen Sachen zusammen und so. Obsessed. Ich spiele vor allen Dingen Techno und Elektro, würde ich sagen. Die Anfänge sind in gewisser Weise in Detroit eben zu verankern, wobei das natürlich auch eine Geschichte hat, also mit Kraftwerk und mit Early Electronics auch in Europa und so. Und experimentellerer Musik und so weiter. Aber genauso dieser Elektro-Sound und Techno-Sound wurde in Detroit geformt und das halt Anfang der 80er, Mitte der 80er so. Und das ist so ein bisschen, was ich mache, aber natürlich nicht nur, wie gesagt, nicht nur die alten Sachen, sondern ich versuche immer eine Verbindung zu schaffen zum Heute, weil es ja auch immer noch stattfindet und ja aktuell ist. Ich finde es schwierig zu sagen, wofür die Musik eigentlich gemacht worden ist, weil natürlich ist es irgendwie Clubmusik und es ist für einen Club gemacht, wo es natürlich diverse Leute gibt, die das auch gerne zu Hause hören, aber irgendwie ist es natürlich schon, wie ich ja auch meinte, auflegen und DJ sein, das braucht ja irgendwie das Publikum, das macht ja wenig Sinn ohne. Aber ich finde schon, dass man die Musik auch losgelöst von einem Club-Kontext betrachten kann, weil es einfach auch wunderschöne Stücke gibt, die man sich auch einfach so anhören kann, ohne den Club-Kontext. Plattform zur Recherche. Einmal der Plattenladen ist schon wichtig. Discogs, YouTube, Online-Plattenläden. Da schaue ich auch viel, was kommt einfach Neues raus. Und klar im Club, wenn man irgendwie mit seinen Freunden auflegt oder so und man tauscht Musik aus. Ich finde es fast spannender, mit Leuten irgendwie Musik auszutauschen, als jetzt im Internet mir neue Musik zu suchen. Aber das passiert natürlich im Moment sehr wenig. Es gibt auf jeden Fall eine starke House-Szene in Hamburg, die um Smallville und Dial Records rum entstanden ist. Genauso wie es so eine Minimal-Szene gibt. Solomon und der Ego-Club waren da irgendwie ja auch ganz groß. Ein Hamburger Sound finde ich schwierig zu sagen, was das eigentlich ist. Ich meine, Hamburg ist ja auch sehr bekannt eigentlich eher für so Indie-Rock-Geschichten und Techno ist da eigentlich gar nicht so stark. Aber es gibt, ja klar, diverse Leute, die es halt machen, ne? Genau, als ich 17 war, war ich, glaube ich, das erste Mal im Pool oder 18. Und habe mich irgendwie in die Musik verliebt und wollte dann unbedingt DJ werden und bin es geworden.